Grün-Rot haben in der Bildungspolitik ein Bildungschaos an unsere Schulen gebracht. Nur eine einseitige Förderung der Gemeinschaftsschule, Gymnasien, Realschulen drohen zu Auslaufmodellen zu werden. Wie können wir das alles meistern? Und diese Verunsicherung führt im einen oder anderen Fall auch dazu, dass man geneigt ist, mal einen Denkzettel zu verpassen oder zumindest es anzudrohen, dass man ihn verpasst. Nicht jeder, der heute ankündigt, eine andere Partei zu wählen als die etablierten im Landtag von Baden-Württemberg, wird es am Ende des Wahltages tun. Aber ich finde, wichtig ist, dass wir Politikerinnen und Politiker diesen Ruf mancher in der Bevölkerung an uns, Mensch, kümmert euch um die Probleme, die uns umtreiben, dass wir das auch ernst nehmen. In den Herkunftsländern ändert sich momentan nicht, siehe Syrien. Da fallen Fassbomben, da bombt Putin mit, da gibt es den IS, da gibt es ganz viele Konflikte. Das ist so einfach gar nicht lösbar, selbst wenn die Europäer und die Amerikaner sich einig sind. Die europäische Lösung, wir müssen nur die Zeitung lesen, funktioniert auch nicht. Da rettet sich jeder irgendwie raus. Es gibt momentan keine Solidarität. Und die Flüchtlinge kommen weiter, weil in den Flüchtlingslagern die Nahrungsmittel, die Gelder für Nahrungsmittel gekürzt werden. Das Thema Türkei funktioniert momentan nicht, weil die 3 Milliarden, die an die Türkei fließen sollen, die kommen in Europa nicht zusammen. So, wenn das jetzt alles nicht funktioniert, Sie gleichzeitig aber sagen, die Zahl der Flüchtlinge muss reduziert werden, dann laufen Sie doch automatisch in eine Falle hinein. Und diese Falle heißt dann Grenzschließung mit den ganzen Problemen, die unsere Wirtschaft und gerade die Wirtschaft in Baden-Württemberg dann hat. Es ist eine mehrfache Antwort, die gegeben werden muss. Nochmals, ich glaube, dass wir in den kommenden Jahren noch sehr viel mehr Geld werden in die Hand nehmen müssen, um wirtschaftliche Not in anderen Ländern zu lindern. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, es ist mir dann auch wertvoller und wichtiger, das Geld, das wir gegebenenfalls hier ausgeben für die Unterbringung und die Bewerkstelligung der Flüchtlingsproblematik, dieses Geld dann auch in Herkunftsländer zu geben. Ich glaube, dass dieser Aspekt der deutschen Politik in den kommenden Jahren ein wesentlich größerer und gewichtiger werden wird. Letztlich ist das alles ja auch ein Stück weit Kehrseite der Globalisierung. Zweite ist, Sie haben ja auch diese Gewalt in Syrien, die IS-Straftäter und Terroristen angesprochen, dass das nicht mit Lichterketten und mit Appellen allein bekämpft werden kann, sondern dass wir uns da als Bundesrepublik Deutschland auch aktiv einbringen müssen. Dafür hat der Deutsche Bundestag die Weichen gestellt. Darüber ist niemand so richtig froh. Wer schickt so gern unsere Soldatinnen und Soldaten in Krisengebiete? Aber hier mitzuhelfen, damit Terror dort eben auch bekämpft wird, ist auch eine Verpflichtung, der wir uns nicht entziehen können.